Legends Tags, keine Mumie und Dungeon werden wir auf jeden Fall noch ein Herzteil finden. Von daher ist es optimal bis jetzt mit unserer Ausbeutung. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns auf der London Farm. Ich weiß, das Herzteil haben wir in der letzten Folge zwar schon geholt, aber es gibt hier noch einen Song abzuholen. Das Song werde ich mir auch gleich aufschreiben, das habe ich mir noch nicht notiert, weil ich es im Privat-Playthrough noch gar nicht mal bekommen habe. Oder noch gar nicht mehr abgeholt habe, von daher hole ich mich schnell meinen Stift. Götterschnitt. So, unser von der Limalon. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass uns zusammen singen. Anvisieren, Ocarina rausholen. Und so. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Eponas Lied. Ich muss erstmal aufschreiben, ja. Keine Bange, ja. Oben, da, da, oben, zack, zack. Aufgeschrieben und notiert. Ich mag den Soundtrack. Du hast Eponas Lied erlernt. Das haben wir jetzt vier Lieder, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Nee, nicht ganz. Wir haben drei Lieder. Ich habe schon ein dazu gezählt, was wir erst, sagen wir mal so, für den zweiten Dungeon benötigen. Schon dazu gezählt, aber haben wir noch gar nicht. Wir haben noch Lernen ein Lied. Und Kakariko kann man, ich weiß nicht, ob es jetzt schon möglich ist, aber vielleicht auch noch ein weiteres Lied lernen. Schauen wir einfach mal. Aber ich glaube noch nicht. Ich könnte mal ein weiteres Herzteil holen und wisst was, das machen wir auch. Da werde ich sehr viel Slot speichern und so, glaub mir. Und danach haben wir weitere zwei Herzteile in Kakariko noch zu finden. Habe ich eigentlich schon die Hühnerquest gemacht von Kakariko? Nee, ne? Ja. Nee. Ich weiß nicht, was man dafür bekommt. Haben wir noch nicht gemacht. Jetzt aber gehen wir noch nicht zu Kakariko. Ich weiß, wir waren kurz mal bei Kakariko, um uns nur die Hymne der Sonne zu erlernen. Im Prinzip. Und direkt sind wir wieder abgehauen, im Prinzip. Warte mal, wie viele goldene Skulpturas haben wir eigentlich schon besiegt? Drei. Also nicht sonderlich viele. Navi. Listen, was Alia wohl sagen würde, wenn du wüsstest, dass du Hyo rettest? Diesen Tipp wird noch sehr wichtig für uns sein. Oder? Denn Navi hilft einem immer. Was ich aber auch zum Glück hilft sie ein. Ich glaube, man muss hier dafür gehen. Hier rein. Ne? Oder? Ja. Das ist Glückssache allerdings, was ihr rauskriegt. Von da Slot speichern. Nicht wundern jetzt, ja.
Was? Na gut. Bedeutet, wir können noch gar nicht dieses Herzteil holen. Warte, ach, du darfst sie nicht. Warte, verwechselt. Nein, das ist immer ein Display. Warte, kurz warte, ja. Bis die Part zu Ende ist. Ja, das dauert noch 20 Jahre, oder? 15 ist dann ungefähr. Oh. Mein Gott, sind mir abgesprochen, dass du nicht darfst. Oh, nur, da. Ja, ich kann aber. Geh mal zu Kakariko. Und probieren uns weitere zwei Jasse. Da merkt ihr, das ist der Part der Herzteil schon da. Der letzte Part war schon Herzteil, haben wir ein, zwei Herzteile so nebenbei geholt. Ja, und heute finden wir auf jeden Fall auch ein Herzteil. Das muss nachts in Kakariko sein. Ich bin so noch nachts. Das hat, Spoilerwarnung, das hat nichts mit den Hühnern zu tun, ja. Das gar nichts. Tags keine Mumie, nachts eine Mumie. Oder Zombie oder whatever. Hier war da auch was, ne? Nee? Konnte mich erinnern, dass dort noch so eine goldene Scooter da war. Vielleicht habe ich die auch schon geholt. Verdammt, eine war. Und keine war. Den auch, okay. So, gehen wir jetzt zum Friedhof von Kakariko, wo wir auch schon in der letzten Folge waren, um die Hymne der Sonne zu lernen. Da gibt es diesen Gräber, sag ich mal. Und es ist zufallsgeneriert. Ich kann euch noch was verraten. Er kann ein Herzteil ausbullen, das ist aber zufallsgeneriert. Bedeutet, es ist... Ist es nicht immer an einer gleichen Stelle der Zeit? Ja, das ist komplett random, zufällig, wie man es auch sagen will. Ich, der Todgräber Boris, lade einen zu grausigen Grabguseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasst uns graben und die finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine. Fälle. Darum werde ich es leider mit Slosh beispielsweise nicht mehr, das geht nicht anders. Gut, es muss auch exakt in der Mitte sein. Lass mal bitte, ja. So, erstmal muss er aufs Feld gehen und dann muss er genau auf das Feld. Sonst zielt es nicht. LOL! Ja moin! First try! Aber ich glaube, ich kann es euch schon sagen, das ist glücksbasierend. Aber dass wir es einfach im First try haben. Daumen hoch dafür! Im Fast 3 bedeutet, wir müssen nicht mehr Rubine ausgeben. Geil. Danke. Ich kann wirklich nur sagen, ist es alles zu weit generiert. Es hätte dort jetzt auch ein Rubin sein können. Der Privat Brave war ab. Ich mir das Herz da gar nicht geholt, weil ich gar nicht wusste, dass Glück passiert ist. Ist es aber. Da braucht man, glaube ich, Bomben. Der Hylia-Schild geht ins Ausrüstungsmenü und mit A, um ihn auszuwählen. Ich würde euch empfehlen, den Kokiri-Schild, denn ich kann es euch hier gleich mal zeigen, was dann passiert. Und übrigens, ich hatte heute meine zweite Impfung, endlich. Aber ich zeige euch mal, was dann passiert. Wenn man dann auf Schild drückt, duckt er sich, so ekelhaft. Es ist auch zu beabsichtigt, es ist kein Bug oder so. Von der Rüste des Kokiri-Schild erstmal aus, bis das Halia-Schild
wirklich gebrauchen könnt. Spawnwand des Heiliger Schild werdet ihr noch brauchen. Aber halt nicht zum Abwehren. Zum Abwehren ist das leider nicht brauchbar. Ich glaube, hier war es, ne? Ne, hier nicht. Irgendwo war hier noch was. Versteckt, ich glaube, auf dieser Seite, ne? Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher, wo es mir war. Das war Fake. Geil, danke. Und wo war es? 5 Rubine, danke. Das ist war, glaube ich, auf dieser Seite. Das ist die goldene Skulptur, die wir noch gar nicht holen könnten. Und ich glaube, ich habe mich jetzt sogar entschieden, alle goldenen Skulls zu lassen. Ich entscheide noch offcam, da werde ich mir auch so ein Video anklicken, wo alle goldenen Skulls zu sehen sind. Damit ich auch wirklich alle finde. Ja, du verzieh dich. Das war dort richtig. Leute, das war richtig hier. Das war richtig. Dort. Das ist jetzt nicht verändert. Schleicht euch hier hin. Probiert, dass ihr euch natürlich nicht sieht. Macht's am besten so, weil dann schaut ihr in die Augen. Doch, dann schaut ihr euch in die Augen, okay. Blöde Idee. Blöde Idee. Aber einfach vom Hinten angreifen. Leider braucht man halt so viele Schläge, um ihn kaputt zu machen. Aber besiegt ist es. So. Mal gucken, ob ich spielen kann. Hymne der Sonne. Man muss Hymne der Sonne spielen. Dann kommt eine Truhe mit einem Herzteil drin. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Herzteil. Sammlung 2 Herzteile und ein neues Herz dazu zu bekommen. So, das war's auch wieder mit dem Herzteilen. Man kann nicht mehr Herzteile bis jetzt haben. Mehr gibt glaube ich noch gar nicht. Ne? Wir haben bis jetzt alle Herzteile mitgenommen, die man so kriegen kann, bis jetzt. Zu diesem Zeitpunkt, wie ich weiß, man kann noch keine anderen bekommen. Zu diesem Zeitpunkt, aber wir haben trotzdem schon ein paar bekommen. Wir haben ja schon 6 Herzteile oder so. Und weil ich es nicht mag, nachts rumzulaufen. So, Kakariko in seinen vollständigen Zyklus. Jetzt fangen wir die Hühner ein. Heute ist halt wieder, sagen wir so, Backtracking halbwegs, ne? Im Prinzip, auch wenn es kein Backtracking ist, aber gut. Sie vermisst Hühner, insgesamt 6 Hühner. 7 Hühner meine ich, denn jetzt müssen wir noch 6 Hühner finden. Und das ist schon sehr relativ treu. Ne, warte mal, da fällt mir noch ein Herzteil ein. Ich weiß nicht, ob wir den schon gehabt haben, aber ich glaube nicht. Dann müssen wir noch ein Herzteil finden und vor dem zweiten Dungeon werden wir auf jeden Fall noch ein Herzteil finden. Von daher ist es optimal bis jetzt mit unserer Ausbeutung. Da können wir uns gleich mal ein Herzteil holen. So kommt man auch zu 2 Hühnern. Studente Aktion. Hier, drückt Z, um diesen Modus hier zu aktivieren, ja? So läuft das ein bisschen rum, so mache ich es hier mal zu machen. Weil ihr Speed aufbauen müsst. Dann später springt ihr runter. Denn ihr landet genau auf dem Zaun, klettert hoch und dann hat er ein Herzteilchen. Für einen guten Überblick. Drückst du einfach kurz oben und schaust dich überall um. Ja. Hey, haben wir uns den schon geholt?
Was? What? Ha, wir haben den uns schon geholt? Oh. Wir haben uns anscheinend das schon geholt. Oder wie bitte? Ist es gerade der Bug? Ist 12 Uhr, ja, super. Jetzt übrigens ein paar Rubine, ne? Ja, sind sie einfach Rubine, obwohl ich die null notwendig habe. 15 Minuten. Wir werden noch heute wahrscheinlich Rune Quest beenden und das war's. Dann sind wir auch wieder fertig und ich werde alle goldene Skulpturas wahrscheinlich holen. Wie war es hier nochmal? Aber es sind über... irgendwo rüberschmeißen. Ich glaube von hier aus, ne? Ja, ja. Aber für einen kurzen Weg. Muss man einfach hier rüberschmeißen, damit das Huhn befreit ist. Ich denke, man kann eigentlich die Aufgabe noch ganz lösen, aber... ist uns doch egal, dank diesen coolen Trick. Und ich nehme ich jetzt mit, denn schließlich haben wir das. Ich schmeiß die mal auch runter. Beim anderen Hobby. Ja. Sind schon mal ein paar wieder. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Herzteil kriegen können. Ich glaube aber nicht. Dran. Also, ich glaube, das war es jetzt auch mit den Herzteilen. Ich glaube, wir können keine mehr erreichen. Fürs Erste. Da haben wir jetzt wirklich fürs Erste alle, die man bis jetzt kriegen kann. Ich schaue irgendwann mal nach zwei Dungeons nochmal noch vorbei, ob es nicht doch ein Bug oder so ist. Aber anscheinend haben wir den schon. Ich schaue mal in Part 5 nochmal vorbei, ob wir den schon haben. Falls ja, war es verschwendet. Damit man kann, man sollte hier so rüberfliegen, um dieses Huhn zu erreichen. Das nehmen wir jetzt auch mit, natürlich, als Glas und was und sonst. Deine Hühner müssen dort bleiben. So. Dann würden uns noch, glaube ich, zwei Hühner fehlen. Ich weiß, wo alle sind. So ungefähr jedenfalls. Die anderen waren nicht so schwer. Dann fehlen ihm nur noch vier Hühner. Danach drei. Dann fehlen uns noch drei. Die letzten weiß ich gar nicht mehr. Weiß. Die anderen, ja. Habe ich ganz solide gemacht. Ich kann nochmal nachschauen, wie viele fehlen würden. Aktion natürlich, zack. Ach, ich weiß, das ist ein sehr langweiliger Part, aber... da muss auch mal sowas gehen. Wie viel fehlen? Drei, das ist es. Ich habe alles richtig gezählt, deswegen drei. Zwei weiß ich noch, auf jeden Fall. Die anderen, kein Plan, du. Habt ihr einen Plan, wo die noch sein könnten? Deswegen, ich, es ist ja kein Livestream. Von daher könnt ihr mir noch ganz antworten. Hier ist jetzt noch ein. Und ich finde es sehr schwer versteckt. Komm jetzt her, Huhn. Nein, Huhn, das Huhn. Das Huhn habe ich gesagt. Ja, ich weiß heute wieder gar nichts von Story. Es tut mir leid, aber sowas muss sein. Und ich möchte alle Herzteile kriegen. Ich weiß, wir könnten uns bereits schon zwei weitere Herzteile holen. Aber es war uns zu gegebener Zeit. Hier, warte mal. Das fällt mir ein. Wir könnten sogar noch zwei Herzteile holen. Bedeutet, wir haben noch nicht alle, die man bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wir machen es so dazwischen. Denn der müsste ich auch wieder so weit zurückgehen zu den Kokiri Forest, weil mit den kann man von ganz am Anfang kriegen fast. Nachdem man, ist bei der Warnung, nachdem man der Ocarina hat, kann man bei der Herzzeit kriegen. Und von daher, nee. Hier ist ein Tor. Dort müssen wir natürlich auch lang. Beim Tor befindet sich natürlich das nächste Gebiet, wo wir hin müssen. Aber weil es uns für diese Folge noch gar nicht interessiert, nur die Hühner interessieren,
Brauchen wir das doch erstmal nicht. So. Aber weil man ja mindestens ein Huhn braucht, um etwas zu erreichen, was man eigentlich erst später erreichen soll, werde ich jetzt schon machen. Und dann hat die Ohren auf. Ich weiß, es ist schwer, aber das muss auch mal sein. Schlagen sollte man die übrigens nicht. Zu häufig schlagen jedenfalls. Dann ist mir es jetzt auch egal. Dann machen wir es einfach zu gegebener Zeit, wenn man es machen soll. Ja, dann machen wir es jetzt noch nicht. Komm, treffe ich? Nein, nicht ganz. Schade. Der ist wieder hochsteigen. War schon richtig, ja. Der Gedanke war gar nicht so falsch. Guck mal, wie viel Stress ich für dich mache. Nein, Mann. Okay, dann fehlt, glaube ich, noch einen, ne? Wo war denn das? Ich schneide gleich mal und dann höre ich mal nur auf die Geräusche. Bis gleich. Seht ihr es auch? Ganz am Anfang von Kakariko befindet sich das letzte Huhn. Ist das, was man am ehesten sieht, aber come on. Wenigstens haben wir jetzt dieses Huhn. In jedem The Legend of Zelda gibt es so eine Huhn-Quest. Und werden wahrscheinlich alle goldenen Skulltulas probieren zu sammeln. Um alle Preise vom Skulltula-Haus, denn, spoiler Warnung, wir brauchen so oder so 50 goldene Skullflas, weil dafür kriegt man ein Herzteil. Und weil wir ein Herzteil brauchen, alle werden wir das machen. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine leere Flasche. Platziere die Flasche auf C, um sie einzusetzen. Dann heißt es wohl bis zur nächsten Folge. Und ciao in The Legend of Ocarina of Time. Und dann geht's weiter mit der Story. Bis dann und ciao.